In den ehemaligen Produktionshallen der Axmann Fördertechnik GmbH entstand Ende 2012 das weltweit einzige Museum für Fördertechnik. Nobby, ein Roboter, begrüßt die Besucher am Eingang und führt diese auch gerne durch das Museum. Gesammelt, entwickelt und selbst gebaut hat Norbert Axmann mit seinen Mitarbeitern die Exponate seit 2002. Fördertechnik und Physik können die Besucher in Funktion erleben und dabei weitgehend in Bewegung setzen. Kinder, Schüler und Erwachsene staunen über die ca. 100 Geräte und Anlagen. Immer mehr Schulen, Gewerbeschulen, Fachschulen sowie Hochschulen nutzen das Museum als außerschulischen Lehrort. Zu bestaunen gibt es das älteste gefundene und nachgebaute Rad der Welt. Außerdem Hightech-Anlagen wie Roboter und aufwendige technische Kunstwerke. Herausragend ist dabei die Volleyballmaschine, die zu Ehren der Sinsheimer Volleyballdamen entwickelt und gebaut wurde. Die Fußballmaschine, auch eine einmalige Entwicklung, gebührt der TSG 1899 Hoffenheim. Wir sind im Museum für Fördertechnik in Sinsheim mit einer Schulklasse, mit dabei natürlich auch die Lehrer. Was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass man gesagt hat, das wollen wir uns in der Praxis angucken? In dem Technikmuseum hier, in dem Fördertechnikmuseum, kann man eben alles sehen, was für die Grundausbildung auch relevant ist. Die Schüler sind interessiert, sie sehen halt, was können Dinge bewegen, Kunststoffe, Metalle, Förderbänder, Rollen. Und da die Jungs ja, und auch Mädchen haben wir dabei, in der Metallrichtung ausgebildet werden soll, ist das eine wunderschöne Sache. Auch physikalische Dinge kann man recht gut sehen. Und Sie sehen auch, wenn Sie jetzt rumgucken könnten, wie die Jugendlichen begeistert sind, am Knöpfchen drücken und Fördertechnik beobachten. Wie wichtig ist denn dieser Praxisbezug, dass man eben auch diese Fördertechnik erleben kann und sie selber auch für sich entdecken kann? Es ist einfach ein ganz anderes Erleben. Sie drücken irgendwo drauf, es bewegt sich was. Sie können beobachten, dass was nach rechts, nach links läuft, dass sich Rollen anfangen zu drehen, Förderbänder sich bewegen. Und ich denke, es ist dann einfach ein viel einfacheres Verstehen bei uns dann auch im Unterricht, dass sie dann einfach das besser begreifen. Also es hilft schon sehr viel hier. Schulbücher auf der einen Seite, die Praxis auf der anderen Seite. Was wäre denn so eine Maschine, die du gerne mal bauen würdest? Ich weiß nicht, ich finde die Fördertechnik hier recht interessant. Generell, eigentlich jedes Förderband, was hier drin läuft, ist für mich ein technisches Highlight, wo ich einfach interessant finde, dass es sowas durch unsere Entwicklung einfach zustande gekommen ist, dass so die Arbeit abnimmt. Wenn man sich jetzt hier die Exponate anschaut, gibt es da was, wo du sagst, das finde ich am interessantesten? Ja, zum Beispiel die Briefsortiermaschine. Ich finde es richtig klasse, dass es die Technik gibt, einfach die Briefe so zu sortieren. Die aufwendigste Maschine ist die Briefsortiermaschine. Sie ist ca. 20 Meter lang und kann in Funktion gezeigt werden. Auf dieser Maschine werden Standardbriefe von Großbriefen getrennt und Briefmarken der Großbriefe mittels Kamera und Drucker entwertet. Zwei Herzstücke der Sortiertechnik sind ein sogenannter Schuhsorter, eine Eigenentwicklung des Museums. Auch eine von der Firma Dematic gestiftete Anlage aus den USA ist zu sehen. Highlights sind auch unterschiedliche Lastenaufzüge bzw. Senkrechtförderer und ein Mühlenaufzug aus dem Ende des 19. Jahrhunderts.
Auch Kleinkinder finden hier ihre Heimat. Die Macher und Entwickler des Museums haben an verschiedenen Geräten ihre Fantasie spielen lassen. So strahlen die Kinder, wenn plötzlich Plüschtiere und Puppen erscheinen. Unser Bistro lädt mit Getränken, Kaffee oder kleinen Speisen zu einer Pause während des Museumbesuches ein. Ein Fördersystem ganz besonderer Art ist die im Jahr 2015 fertiggestellte Mini-Förderanlage. Sie ist weltweit die einzige Anlage dieser Art. Von Fachleuten, Familien und Kindern wird die Anlage auf zahlreichen Modell- und Fachmessen bewundert. Erfüllt sie doch mit ihrer Steuerung, der Software, den Sensoren, dem Antrieb und der Mechanik die Merkmale von Industrie 4.0. Eine an der Straße stehende Doppelgurtkurve weist die Besucher auf das Museum hin. Das Wahrzeichen des Museums ist der im Eingangsbereich stehende Rohrriese mit seiner sich drehenden Weltkugel und dem Rad. Besuchen auch Sie das Museum für Fördertechnik in Sinsheim.